Hallöchen, ihr Lieben. Er zum Beispiel. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mann, jetzt hör mal auf. Ich mache einen wichtigen Job. Bernd und ich, wir haben heute frei und wir sind in Dortmund und wir suchen ein veganes Restaurant. Das haben wir im Internet gefunden. Veganski heißt das. Ich werde euch den Link unten mal in die Infobox packen. Und ja, da wollten wir euch mal zeigen, was es dort zu essen gibt, was wir uns bestellen und wie uns das schmeckt. Viel Spaß beim Video. Das haben die drei Burger, ne? Aber den gibt es zweimal, den Popeye-Burger. Einmal unten mit roten Linsen und einmal oben mit Sojabratlingen und für die Smoothies und Säfte. Möchtest du was trinken? Können wir uns auf einen Brokkoli-Smoothie. Da gibt es so Limo und einen Kühlschrank. Wasser, Limo-Gedöns. Nestle-Wasser. Das hast du dir gemerkt. Riecht das schon. Oh, das riecht wirklich. Nicht so irgendwie so, aber so. Mit Kohlensäure. Schmeckt aber normal, aber es riecht wie das, was er in Ägypten. Weiß ja Bescheid, dass in diesen drei Tagen mehr zur Hochzeit wäre. Schöner. Weiß ich noch nicht, ich hab ein bisschen Angst. Schönigkeit. Schmeckt das nicht. Ja, wenn das nicht schmeckt, esse ich den auch nicht. Das ist im Blick gesehen. Ich dachte, ich bin nach der Decke ran, umgefallen tot. Und ich musste grüner Döner. Also mein Schild ist ein bisschen oder oben rein. Und der besser nicht. Spinnies. Sieht ja gut aus, ne? Unser Döner. Mit Alfalfa-Sprossen. Aber auch nur ein paar. Und? Ich kann nicht da reinbeißen. Schön salzig. Also da ich ja jetzt 2 Jahre kein Döner gegessen habe, maximal so Salattaschen und dann ohne Tzatziki und alles, ist das für mich jetzt hier gerade voll Heaven. Ja klar, weil halt Tzatziki und alles drin ist. Du hast meinen. Sollen wir tauschen? Lass doch tauschen. Schmeckt nach guter Kombination. Nach was? Ich hab Creme hinten mal. Ja, das ist das Seitanfleisch. Es schmeckt zwar jetzt nicht wie richtiger Döner, aber sehr lecker. Aber der Tzatziki, der ist richtig lecker. Der schmeckt gar nicht so nach Soja. Wie auch immer die das gemacht haben. Draußen steht doch dran, pflanzlich 100%, ne? Weil der so gut schmeckt. Vegan. Ich bin mitten im Vollabend. Ich fahre 100%. Morgen noch mal hier hinfahren. Jeden Tag jetzt. Ja, guck mal, wie oft habe ich Salattasche gegessen oder Dürüm oder... Ja, aber das ist mit Tzatziki und nicht so trocken und da könnte der Krautsalat, der könnte leckerer sein, weil der ist einfach nur Weißkohl und einfach nur Möhren. Aber für mich ist das trotzdem gerade voll Himmel. Nee. Pommes wären aber noch gut. Ja, Pommes hätte ich auch noch eine Portion genommen. Aber gab es ja nicht. Du darfst dabei nur nicht atmen, dann schmeckt es auch. Ich darf auch atmen. Ich glaube, wir gucken gleich Furry. So, jetzt ist schon der nächste Tag. Ich hatte gestern nicht mehr weiter gefilmt, weil wir waren danach noch in Dortmund in der Stadt.
Wir haben uns noch, oder Bernd hat sich noch eine Winterjacke geholt und so, und da hatte ich nicht mehr gefilmt. Also zu dem Restaurant ist zu sagen, es ist sehr zu empfehlen. Es ist ein sehr kleines Restaurant. Da sind nur zwei Tische mit jeweils vier Barhockern dran. Und dann sind an dem Fenster, da saßen wir ja, das ist nur wie so eine Bar und auch jeweils zwei Barhocker dann dran. Und es gibt auch keine große Auswahl an Gerichten. Also wir hatten ja beide den Döner. Und dann gab es noch drei verschiedene Burger und verschiedene Suppen und Smoothies, aber keine Pommes oder so. Ich fand den Döner super lecker. Für mich war das wirklich mal was ganz Besonderes, weil ich so lange keinen Döner mehr gegessen habe. Und der Tzatziki, der hat so echt für mich geschmeckt. Also wenn ich den selber mache mit diesem Alpro-Quark, dann schmeckt der halt immer ein bisschen nach Soja. Und der hat überhaupt nicht nach Soja geschmeckt. Der hat aber auch nicht, also ich habe mal einmal aus Versehen Kaffee mit Milch getrunken, weil ich die Tassen vertauscht hatte und das hat wirklich nach Kuh geschmeckt. Und der Tzatziki hat nicht nach Kuh geschmeckt, aber der hat so authentisch geschmeckt, dass ich ja zwischendurch, habt ihr das vielleicht mitbekommen, den Bernd gefragt habe, draußen stand doch dran 100% pflanzlich, oder? Weil ich dachte, vielleicht war das jetzt ein vegetarischer Döner und normaler Tzatziki, aber das war echt 100% pflanzlich. Es hat echt super geschmeckt. Nach meinen ganzen Salattaschen und Dürüms, die ich die letzten 2 Jahre immer gegessen habe, wenn wir mal auswärts gegessen haben, war das wirklich mal ein echtes Highlight. Da waren, wo wir saßen direkt am Fenster und da war oben so, wo Lampen waren, das war, also da war alles voll Spinnweben. Also die könnten sie mal wegmachen, aber ansonsten war es echt toll. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal hin und sehr zu empfehlen. Wie gesagt, den Link zu dem Restaurant, die haben auch eine Facebook-Seite, den mache ich mal in die Infobox, falls da jemand Interesse hat, der hier aus der Nähe kommt. Die Sabine von Inner Peace Awake meint dem Kanal Natürlich und Bewusst Leben. Die wohnt ja auch in der Nähe und wenn sie mal sündigen möchte, kann ich dir das auf jeden Fall empfehlen, liebe Sabine. Du bist ja auch manchmal in Dortmund unterwegs. Leider haben wir es nicht in den Biomarkt geschafft, den du letztens vorgestellt hast. Da wollen wir aber auch nochmal hin. Ja, ansonsten wollte ich euch noch fragen, ich bin ja irgendwie auf der Suche nach einem Namen für euch, also meine Zuschauer, ich sage immer euch und ihr, aber ich würde euch gerne auch irgendwie ansprechen und ich suche einen schönen Namen, der sich nett anhört und da wollte ich euch mal fragen, ob ihr vielleicht eine Idee habt. Ich habe jetzt schon in die Infobox geschrieben, hallo liebe Pflanzenfreunde mit V. Ich weiß nicht, wie euch der Name gefällt. Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, ob ihr eine Idee habt für einen schönen Namen, wie ich meine Zuschauer ansprechen könnte, was euch gefallen würde. Ja, mir ist bis jetzt nur Pflanzenfreunde eingefallen mit V. Vielleicht habt ihr eine bessere Idee. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!